und Abschätzung. Und was im Urteil auch bereits genannt war, aber nicht als feste Größe war, dass, wenn es nicht anders geht, die Teilnehmer hochgefahren werden nach Ilmenau. Letzteres war auf jeden Fall, also wurde durchgesetzt. Ich sollte vielleicht anfangen, zuerst hatten wir uns im Kooperationsgespräch, so wie vorher wochenlang in den Medien schon gesagt, Demonstranten kommen da nicht rauf. Wir haben im Kooperationsgespräch klar gemacht, wir werden dieses Urteil durchsetzen und wir werden auch es in Anspruch nehmen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo man es zwar erstritten hat, aber nicht mehr in Anspruch genommen hat. Es hieß im Kooperationsgespräch noch, das war immerhin 3,5 Stunden lang, am Freitag, den 10. Juni, nachmittags, also zu Uhrzeiten, wo man schon nicht mehr arbeitet. Da haben also hier die ganzen Behördenvertreter ihre Freizeit gekostet. Man hat uns fest versprochen, zu diesem Zeitpunkt noch, dass die Demo nach wie vor nicht stattfinden wird vor Ilmenau und insofern der Sternmarsch am Sicherheitsbereich enden würde, beziehungsweise alle Einzelkomponenten des Sternmarsches und die Wanderung nach Ilmenau, die geplant war ursprünglich, gar nicht stattfinden würde. Nachdem wir aber doch so bestimmt waren, offensichtlich hat es so weit Eindruck gemacht, dass man sich gesagt hat, die werden das tatsächlich erstreiten. Selbstverständlich bekommen die das wieder, denn in der Zwischenzeit, ich glaube, Ihnen ist das auch nicht aufgefallen, sind die Grundrechte nicht abgeschafft worden und auf das beruft sich das Verwaltungsgericht. Dementsprechend hat man uns dann im Rahmen der weiteren Kommunikation mit dem Landratsamt Garmisch zugesagt, diese Kundgebung vor dem Schloss tatsächlich durchführen zu können, mit der Maßgabe, dass wir rauftransportiert werden. Zumindest, dass die Anfahrt, also dass das nicht per Wanderung geht, sondern die Anfahrt zum Bus ist. Wir hatten ursprünglich beantragt, einen eigenen Bus zu stellen, das hat man uns nicht erlaubt. Es hieß dann in Polizeifahrzeugen, das wollten wir nicht und insbesondere, weil wir es auch gerade unseren Aktivistinnen des globalen Südens auf gar keinen Fall zumuten können und wollen, hier in Deutschland in ein Polizeifahrzeug einzusteigen. Das gibt Panik. Das gibt mindestens massive Verwirrung und soweit hatte man zumindest beim Landratsamt ein Einsehen und es hieß zuletzt, obwohl wir es im Bescheid so nicht finden, dass das zivile Busse sein werden. Der entscheidende Punkt, wogegen wir noch geklagt haben, ist die Versammlungsfläche oben am Schloss. Die ist in 500 Meter Entfernung. Ich habe Bilder mit dabei, dass man das visualisieren kann. Und ich habe mir das im Internet angeschaut. Der Punkt ist, dass diese 500 Meter Entfernung eben nicht diesem Gerichtsurteil Rechnung tragen in Ruf und Sichtweite. Eben nicht. Es hieß ja im Vorfeld noch, das Landratsamt hätte zugestimmt und das Urteil wird durchgesetzt. Nein, das ist es nicht. Sie wollten uns für dumm verkaufen, das kann man nicht anders sagen. Wir sind an die Ecke gestellt worden. Hier kann ich es Ihnen zeigen, die Versammlungsfläche. Das ist, wenn man oben aus dem Wald rauskommt, dann sieht man schon das Schloss. Und wäre direkt an der Straße entlang, die ja gesperrt ist, eine Abstellungsfläche und da ist nichts mit Ruf und Sichtweite. Wir haben jetzt dagegen geklagt. Ich hatte im Vorfeld schon im Wege der Kooperationsgespräche beantragt, ein Stück weiter die Straße entlang Richtung Schloss. Hier ist dann noch das Presseinformationszentrum ungefähr auf der anderen Straßenseite. Das Schloss ist dann weiter vorne, geht es links rein. Ein Stückchen weiter nach vorne, da ist eine Weggabelung, da hätte es eigentlich auch besser gepasst und man hätte das Schloss auch besser gesehen. Und das hatte man uns verwehrt mit der Aussage, das sei ja schon im inneren Sicherheitsbereich. Der Punkt hier ist eindeutig, dass den Behörden klar war, vollkommen glasklar war, dass sie, um dem Urteil Rechnung zu tragen, uns in den inneren Sicherheitsbereich hineinlassen müssen. Es gibt überhaupt keine andere Alternative. Und das werden wir uns jetzt erstreiten.
Wir sind jetzt im zweiten Sicherheitsbereich und zwar gerade außerhalb dieser 500 Meter, also eben nicht in Ruf- und Sichtweite. Ansonsten, wenn Sie zur Demo-Aufstellung oder ansonsten zu den Einzelheiten noch was wissen wollen, ich habe alles dabei oder könnte Ihnen auch was zeigen. Jede Menge Papier. Wie weit ist der Luftlinie zum Schloss von diesem Punkt jetzt? 500 Meter. Also zu Fuß zu laufen sind es vielleicht ein paar Meter mehr, weil ja noch eine kleine, also man noch einmal abbiegen muss. Dann würde ich weitermachen. Ich bin Soja Nemo Heißerer. Soja Nemo, also die Pflanze wie der Fisch, aber mit Bindestrich. Und Heißerer wie die doppelte Steigerung von Heiß, also mit scharfem S. Ich würde Sie darum bitten, für mich keine Pronomen zu benutzen, weil ich bin nicht mehr. Dementsprechend, auch wenn Sie schreiben, ja, auf der Pressekonferenz waren Frauen und Männer, ist das nicht korrekt. Ich bin hier von Fridays for Future und aber spreche vor allem tatsächlich für die Plattform, die ja aus sehr vielen verschiedenen Organisationen besteht, die sich auch in Details oft nicht so ganz einig sind, aber Meinungspluralität ist ja was Tolles. Genau. Auf dem Schloss im Haus treffen sich die nächsten Tage die Vertreter der G7. Sie fühlen sich wie die Könige der Welt, gehen wir davon aus, auf ihrem Schloss. Und sie glauben auch, dass sie den Anspruch, also sie haben den Anspruch, dass sie über die Geschicke der Welt entscheiden, denn schließlich haben sie eine sehr große Wirtschaftsmacht. Gleichzeitig vertreten sie aber nur ca. 10% der Weltbevölkerung und untergraben mit ihrem kleinen informellen Kreis globale Abstimmungsprozesse und legitime internationale Organisationen. Sie wollen, wie Scholz sagt, die Vorreiter für ein klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt sein. Dabei treiben sie aber halt selber globale und soziale Verheerungen. Ungleichheit, Krise, Umwelt, also Klimakrise, Umweltzerstörung und Militarisierung voran. Meist sind vom Patriarchat betroffene Menschen und People of Color besonders betroffen. Dabei sind es oft genau diese, die trotz der Unterdrückung zukunftsweisende Wege gehen und Lösungsansätze aufzeigen, auch für die aktuellen großen Krisen, Klima, Krieg und Pandemie. Genau, das wäre das Statement der Plattform. Ich stehe nachher noch gerne für mehr Fragen zur Verfügung, gerne auch besonders zum Thema Klima. So, ich glaube, ich kann es eigentlich nur zusammenfassen und sehr wenig hinzufügen. Ich bin Christopher Olb, die Volksküche ohne V und ohne Küche. Wir haben ja eine Volksküche, eine Küche für alle, die sehr gut kommt. Warum sind wir hier in diesem Camp? Warum haben sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen unter der Plattform, ich glaube, G7 Elmau? Ganz einfach, weil die G7 vorgeben, Lösungen für globale Probleme zu suchen, aber das anhand ihrer eigenen nationalen Interessen natürlich vorantreiben. Und wir können nicht die Klimakrise lösen, indem wir mehr Ressourcenextraktionen betreiben. Wir können nicht globale Ungerechtigkeit durch ein tödliches Abschottungsregime lösen. Und wir können auch keinen Krieg und keine Wirtschaftskrise durch Aufrüstung und eine ungerechte Verteilung von Energie lösen. Und das eint alle Gruppen, die hier zusammen sind, dass wir sagen, wir brauchen eine globale Lösung, die alle hört, die betroffen sind und genau wie Soja schon gesagt hat, eben nicht 10% der Weltbevölkerung repräsentiert, sondern die Menschen, die tatsächlich unter diesen Krisen leiden. Ja, das wäre auch geplant. Danke schön für euch. Was nächstes bist du? Mein Name ist Boris Nebe. Manche von euch habe ich schon kennenlernen dürfen gestern. Buhari Nebe. Sonst können Ihre Kollegen davon auch fragen, Sie haben den Namen gestern. Ich bin von der Orga Sahrausche Diaspora. Wir sind eine noch recht kleine Organisation von Menschen, die aus der Westsahara fliehen mussten, als vor 50 Jahren Marokko diese besetzte und welche nun seit 50 Jahren von europäischen, aber generell multinationalen Großunternehmen ausgebeutet wird, was vom Internationalen Gerichtshof für illegal deklariert worden ist und vom Europäischen Gerichtshof. Wobei europäische Unternehmen das trotzdem immer noch weiter tun, indem sie jedes Mal irgendwelche Ausflüchte nutzen. Persönlich bin ich in Hamburg geboren und meine Eltern kommen aus der Westsahara, das ist zumindest ein persönlicher Kampf. Und wir wollten als einer der Repräsentanten, auch als einer der Redner zu Stopp G7 halt unsere Perspektive und unsere Position beziehen mit den anderen Organisationen, die sich solidarisch mit unserer Bewegung erklären und mit vielen weiteren Bewegungen aus dem globalen Süden,
Denn was wir auch oft hier im globalen Norden nicht mitbekommen, ist, dass unsere Unternehmen hier ganz oft versuchen, ihr Gesicht zu wahren, während sie halt im globalen Süden Massaker theoretisch anstellen, den Staat bestechen, verschiedene Beamten bestechen, bis zu Gangs bezahlen, um Aktivisten zum Schweigen zu bringen. Und wenn sie die Zeit haben, privat, können sie auch natürlich die Veranstaltung besuchen. Wir haben persönliche Redner hier und auch bei der Demonstration werden viele Menschen aus dem globalen Süden halt von ihrer Geschichte erzählen. Und deswegen sitze ich hier, falls es irgendwie zu dem Thema oder zu Imperialismus, Kolonialismus weitere Punkte gibt, können Sie gerne Ihre Frage an mich richten. Ja, wir könnten die Frage nur vielleicht langsam stellen. Achso, genau. Weil ich müsste dann nämlich machen, das ist das Problem. Okay. Okay. Also ich heiße Katrin, ich spreche für Alarmphone München, ein Teil des großen Netzwerkes Watch the Mad Alarmphone. Es geht um die Mittelmeer und um die Seenotrettung, eine zivile Form der Seenotrettung. Und in diesem Zusammenhang heute wollte ich nochmal eine aktuelle Nachricht einbringen. In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde in der Exklave Melilla, die kennen Sie wahrscheinlich alle, ein spanisches Territorium auf Marokko, also in Marokko, wo ein hoher Grenzzaun ist mit NATO-Draht obendrauf. Es gibt viele Verletzungen, viele Leute, die auf der Fluchtroute sozusagen da ankommen, versuchen über den Zaun zu springen. Es gibt Verletzungspotenzial, das schon, aber sowas wie jetzt passiert ist, also es schockt nicht, es ist ein Massaker, es ist eine Katastrophe. 37 Verletzte, 37 Tote, 200 Verletzte und wie es jetzt noch weitergeht, wissen wir gerade nicht. Also es ist eine ganz neue, frische Nachricht. Aber das ist eine Außenwirkung, das ist unsere EU-Grenze. Hier sitzen die Menschen, spachteln schön und machen ihre Politik. Aber die Auswirkungen, die kriegen wir gerade ganz deutlich mit. Es steht nicht in der großen Zeitung drin und das ist ein Problem. Wir kriegen sie aber trotzdem mit und müssen schauen, dass wir diese Auswirkungen wirklich ernst nehmen. Es schockt mich einfach großartig, dass diese Menschen kommen. Schockt mich natürlich nicht, Entschuldigung. Aber es ist wahnsinnig, die haben einen Grund. Es ist eine Klimakatastrophe, es ist eine Kriegskatastrophe. Es kommen so viele an, die von ihren Ländern weg müssen. Alles, was gesagt worden ist, zählt dazu. Vielleicht auch so, da gibt es auch noch dann am Montag die Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass das Ganze von Frontex quasi mit gemacht wurde und dementsprechend von der EU mitfinanziert wurde. Ja. Genau, die EU hat Verträge mit Marokko und wie die meisten auch wissen, mit Libyen, dass die Grenzschützer dort halt ihre Drecksarbeit verrichten sollen. Und hier haben wir wieder europäische Politik am Höhepunkt. 37 Menschen sind tot, weitere sind verletzt. Und das, weil wir andere Staaten dafür bezahlen, auch das teuerste, das zu machen, wo wir uns die Hände nicht schmutzig machen wollen. Das ändert aber nichts daran, dass wir Blut an den Händen haben. Heute und das schon seit mehreren Jahren. Ich muss vielleicht dazu sagen, wie wir schaffen, dass Merkel hat ja schließlich unmittelbar, nachdem sie so deutlich getan hat, ihre Despoten- und Diktatorentour gemacht von Afrika, von der Türkei weg über diverse afrikanische Staaten, um jeweils zu verhandeln, dieses Grenzregime zu aufzustellen. Auch der Einsatz in Mali muss unter diesem Kontext beispielsweise gesehen werden, zusammen mit Frankreich. Okay, dann bist du noch dran und danach haben wir Zeit zu sagen. Ich bin Tatjana Söling, Generalmitglied der Klimagerechtigkeitsbewegung, aber hier heute auch zu Death for Climate. Ich würde im Anschluss an den Beitrag vielleicht noch kurz sagen, dass im Schnitt die EU-Länder dreimal so viel für ihr Militäretat ausgeben wie für aktiven Klimaschutz. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass wir nicht länger einfach Krisen, gesellschaftliche Krisen, unabhängig voneinander behandeln können, sondern dass wir anfangen müssen, die als verbunden zu sehen. Und das ist auch das, was uns hier als verschiedene Organisationen eint, dass wir nicht den Klimaschutz bekämpfen können,
können, ohne zum Beispiel für globale Gerechtigkeit und Solidarität zu sorgen und unsere Wirtschaft dementsprechend auch umzustrukturieren. Und Debt for Climate ist ein Zusammenschluss, der sich insbesondere aus dem globalen Süden heraus organisiert hat. Und es geht darum, dass Länder aus dem globalen Süden dafür plädieren, dass die Länder des G7 zum Beispiel und des globalen Nordens denen die Schulden erlassen, damit sie sich wirklich für aktiven Klimaschutz einsetzen können. Das heißt in deren Worten, G7 schuldet uns, zahlt uns. Okay, dann hätten wir jetzt Zeit für Fragen. Es ist ja gut, wenn die Fragen an die Demo-Orga als erstes gestellt werden könnten. Oder wollen wir es jetzt aufteilen? Machen wir es einfach so. Ja, genau, weil ich muss da ja los. Ja. Mal eine Frage. Also im Vergleich zu vor 7 Jahren sind verhältnismäßig wenig G7-Gegen da. In München war es gestern ja auch sehr schwierig. Gibt es da Mobilisierungsprobleme? Ja, es ist auf jeden Fall weniger Mobilisierung zu erkennen als vor 7 Jahren. Das ist richtig. Wir hätten für München gestern auch mehr erwartet. Wir haben für Garmisch für die Demo 1000 Teilnehmer angemeldet, das dann später auf 2000 erhöht und ungefähr in der Hausnummer würden das einfach mal. Eventuell auch ein bisschen mehr, aber nicht so viele wie beim letzten Mal. Sehen Sie da irgendwelche Gründe für uns? Ja, die Mobilisierungskraft lässt tatsächlich nach, das muss man sagen. Also, ja, die Menschen werden zugeballert, übrigens von Ihnen allen, über Pandemie und Ukraine-Krieg, aber die eigentlichen Krisen, für die wir hier stehen, die wirklichen, die auch weltweit alle Menschen betreffen, die werden ja weitgehend totgeschwiegen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir weniger Zeit hatten zu mobilisieren und auch um das Ganze zu organisieren, dass sehr viele Dinge erst kurz vor knapp quasi feststanden, da wir ja auch, wie Sie wahrscheinlich auch erst Weihnachten erfahren haben, dass dieser Gipfel hier stattgefunden hat. Das war halt echt schwierig zu mobilisieren und natürlich ist auch eine gewisse Verzweiflung, die Leute dazu führt, zu sagen, ich bin eh nichts aufzuerkennen. Also was auch noch feststellbar ist, hier kamen ja schon viele garmische Leute und haben mit uns gesprochen, wir sind solidarisch, aber die erzählen uns alle, dass in den Medien so viel Angst gemacht wird, dass das ganz fürchterlich ist hier und dass sie jetzt froh sind, dass jetzt ihre Lüftelmalereien nicht schützen müssen, weil sie hier auf Besuch waren und gesehen haben, was die Stimmung ist, was die Argumente sind, warum man eigentlich überhaupt demonstriert. Und ich finde, da hat die Medienlandschaft tatsächlich auch mit zu tun. Also so viel Angst zu machen. Das liegt insbesondere auch an den Sicherheitsbehörden. Die betreiben einen gigantischen Aufwand mit, ich glaube, 18.000 Polizisten. Wenn man sich anschaut, wie die hier in dieser Bergregion die Natur vergewaltigen, das ist eine Katastrophe. Die bauen Gastwirt vom Glasek hat beispielsweise gesagt, ein normaler, schmaler Feldweg, der eigentlich nur für Fußgänger ist, den haben die zur Straße ausgebaut. Es hieß zwar, das wird alles hinterher wieder zurückgebaut, aber wenn man da mal unterwegs ist, da oben, dann sieht man, was da passiert ist. Das ist eine Riesensauerei und uns wollen sie wegen 85 dB Lautsprecher sagen, wir würden vielleicht die Natur beeinträchtigen. Das ist ein Wahnsinn, was hier für ein Missverhältnis besteht zwischen einerseits dem Aufwand, der betrieben wird, und andererseits einem ganz klar friedlichen Protest, der im Übrigen das letzte Mal ja auch friedlich war. Ja. Also der Aufwand ist vollkommen unverhältnismäßig, finanziell, personell, in jeder Hinsicht. Wenn ich dazu noch was sagen darf, ich glaube, warum es auch schwer ist zu mobilisieren, gerade nochmal im Hinblick auf vielleicht die Ungerechtigkeit im globalen Süden, ist, weil der G7 sich aktiv als feministisch, als klimaschützend und als progressiv verkauft und viele Menschen damit zufrieden sind, weil sie vielleicht nicht unbedingt genau verstehen, dass die Probleme einfach ausgelagert werden. Uns geht es mittlerweile in Europa besser, wir kommen zu einer grünen Transformation, wir haben E-Mobilität und all solche Dinge, aber weiterhin werden Menschen im globalen Süden ausgebeutet, es gibt extraktivistische Projekte auf der ganzen Welt, indigene Menschen werden von ihren Ländern verjagt, um eben diese Projekte durchzuführen. Und umgebracht, genau. Und ich glaube, viele Menschen wird dieser Zusammenhang nicht sehr offensichtlich. Und die G7 schafft es eben, ein sauberes Image auszubringen. Ich habe gerade so ein kleines bisschen verwundert, als Sie gesagt haben, dass 6 Monate nicht gereicht haben, die Menschen zu aktivieren. Also ich kann mich da
Querdenker-Demonstration beim Zweiser Kindergarten da vor wenigen Tagen über 30.000, 40.000 Menschen mobilisiert. Also da meine Frage, was für einen Vorlauf brauchen Sie, um diese Leute zu motivieren? Und sind das dann vielleicht doch nicht die Themen, die Sie hier präsentieren, die bei den Menschen wirklich ankommen? Also man muss dazu sagen, wir können ja nicht anfangen, die Leute zu mobilisieren, bevor wir nicht unsere interne Struktur geklärt haben. Dementsprechend gab es keine 6 Monate. Ich würde hier gerne noch eine Kritik zurückgeben, von wegen mobilisieren. Leider kann man den Medien insgesamt den Vorwurf machen, dass man ständig immer den rosa Elefanten auf der Kulisse betrachtet und nicht die ganzen Probleme, nicht das gesamte Bild und nicht das, wo es wirklich brennt, und zwar dauerhaft. Das wird dann einfach, das läuft im Grundrauschen komplett, geht es unter. Sie müssten eigentlich viel mehr einen anderen Fokus setzen. Und das ist dann unser Problem, insgesamt in der Breite zu mobilisieren. Die Organisationen, die wir hier beieinander sind, ist nicht so sehr das Problem. Aber groß zu werden, eine größere Demo zu organisieren, in München 20, 50, 70.000 Menschen auf die Straße zu bringen, dazu gehört, dass man im Vorfeld auch Gehör findet in den Medien. Und das passiert einfach nicht. Das muss man leider so sagen, wie es ist. Und es wird in den Medien immer noch sehr oft gesagt, ja, es ist doch wichtig, dass die G7 Staaten sich treffen und miteinander reden. Dass sie aber dabei eigentlich nur im Interesse der Wirtschaft reden und nicht im Interesse der Bevölkerung, das wird immer noch viel zu selten deutlich thematisiert. Und das ist natürlich für uns ein großes Problem, wenn alle so meinen, ja, ich kann ja nicht gegen G7 sein, weil das ist doch gut. Ich möchte mich auch verwehren gegen diese Vergleiche mit irgendwelchen Corona-Leugnern. Das ist echt ein anderes Thema. Genau, das ist auch wichtig. Ich möchte auch noch mal kurz auf die Frage eingehen, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass es genau das Problem nicht versteht, weil die Menschen, die hier im globalen Norden gegen den G7 demonstrieren müssten, sind Menschen, die eigentlich von der Politik privilegiert, also profitieren. Und das ist ja genau das Problem an dieser Struktur. Wir sind hier in Bayern, in einem sehr wohlhabenden Staat, in Deutschland, in einer der reichsten Industrienationen. Wenige Menschen kommen hier hin und sagen, wir wollen uns auch für andere Menschen einsetzen. Und die Menschen, die unter der Politik der G7 leiden, sind nicht hier. Die Corona-Demonstrationen waren genau andersrum. Da haben Menschen gesagt, wir sind gerade davon betroffen und wir wollen uns dagegen einsetzen. Nicht, dass ich das richtig finde, aber es ist genau das. Ich hätte das schon komplett verstanden, es war überhaupt gar kein Vergleich. Ich war nur wirklich erstaunt, wie wenig Menschen sie in der Lage waren zu mobilisieren. Also auch gestern 20.000 Menschen waren da in München irgendwie angekündigt. Ich glaube 5.000 waren es dann letztlich. Also es ist ja schon in gewisser Weise auch einfach schade für Sie, dass Sie momentan so wenig eigentlich die Menschen anscheinend erreichen. Das stimmt durchaus, dass wir das Problem haben, dass wir die Menschen schlechter erreichen können. Ganz einfach, weil, wie gerade eben schon von den Kolleginnen angesprochen wurde, die Rolle der vierten Gewalt ganz oft bei Linken einfach nur darauf ausartet, dass wir gefragt werden, wo ist denn Aktion, wo ist denn Krawall, als wäre das unser Plan, irgendwas zu machen. Wir wollen eigentlich nur unsere Meinung äußern und für die öffentliche Meinung weiterbilden, was eine Versammlung meistens ist. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie auftreten wollen, hier auch zum Auftakt, lassen ganz viele Medienoutlets es anklingen, als würde hier der schwarze Block auftauchen oder die Antifa. Es sind viele verschiedene Organisationen aus allen verschiedenen Richtungen. Es stimmt, dass manche davon sich in die antifaschistische Richtung positionieren und somit sagen, sie wollen gewisse Meinungen nicht tolerieren und gehen dafür auch offen auf die Straße. Aber hier ist keiner, der auf Krawall aus ist, hier ist keiner, der auf Randale aus ist. Und das Wichtige wäre, wenn man als vierte Gewalt wirklich auch gegen die anderen sozusagen das Gewaltengleichgewicht instand halten möchte, muss man eigentlich sicherstellen, dass andere Meinungen erhört werden und auch repräsentiert werden, bevor sie auf der Straße landen. Jede andere Demonstration wird meistens auch großartig angekündigt. Des Weiteren würde ich auch gerne noch sagen, dass jede Person, die hier angereist ist, ich zum Beispiel gerade 9 Stunden aus Berlin runtergefahren bin, ganz viele aus ganz Deutschland hier angereist sind, und jede Person, die hier ist, top motiviert ist und super doll ihre Meinung vertreten möchte und dass sie auch euch zeigen möchte und der Welt zeigen möchte, wir wollen hier Widerstand leisten, wir wollen für eine Alternative kämpfen zu diesen gegebenen Umständen, die wir gerade haben, die wir einfach so akzeptieren. Und ich glaube, damit wäre die Frage auch. Genau, ich würde zur nächsten Frage weitergehen. Ich hätte noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem Thema Corona-Leugner. Wir bleiben eben nicht an der Oberfläche der Symptomatiken. Wir gehen in die Ursachen.
Und die Ursache ist nun mal unser globales Wirtschaftssystem und die politischen Machtstrukturen, die es ausgebildet hat. Das bedeutet auch, Sie sehen es ja selber, die Jugend geht mit Fridays for Future auf die Straße und es passiert nichts, eigentlich nichts. Nichts, was man wirklich als relevant betrachten müsste, um zu erkennen, dass in der Politik das Bedrohungsszenario, was da nicht erst auf uns zurollt, sondern bereits da ist und bereits jetzt Wirkung zeigt, erkannt worden wäre. Das trifft einfach nicht zu. Und das wäre auch Aufgabe der vierten Gewalt, hier viel klarer zu erkennen, dass die Politik weit, weit hinter dem zurückbleibt, was man erwarten muss für zukünftige Generationen. Wir können eigentlich nur als Menschheit in der Zukunft noch leben, wenn wir eine vollkommen ökologisch nachhaltige Kreislaufwirtschaft machen. Alles andere ist einfach chancenlos, weil wir die Ressourcen des Planeten sonst vollkommen aufbrauchen. Also nichts, das ist nichts inhaltlich gegen euch oder so, aber ich glaube, wir sollten echt weiter zur nächsten Frage, weil ich glaube, wenn wir das jetzt noch länger beantworten, wird trotzdem nicht mehr gesendet von dieser Frage. Ich würde dann entsprechend die nächste Frage zulassen, wenn es noch eine gibt. Okay, das ist schon erschlagen. Ja, die Hitze. Okay. Wenn die Hitze wieder draufkommt, den Dauerwisch gibt es ja morgen. Ja. Wie ist denn diesmal die Vorbereitung? Also jeder nimmt genügend Wasser mit und ansonsten werden wir alle ankommen. Das ist immer ziemlich zuversichtlich. Es wird heiß, aber ansonsten alles gut. Und natürlich haben wir auch Sanitäter hier im Camp und Demosanitäter, die sich um die Menschen kümmern sollten. Sollte über Probleme sein. Vor jeder Demonstration passen wir natürlich aufeinander auf und sagen, sie tragen ein bisschen mehr Sonnencreme. Genau. Okay, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden als erstes war. Okay. Die Polizei hat auch geäußert, dass sie sich vorbereitet auf kreative Formen der Demonstration. Nachdem wir in der Zeit auch zum Beispiel nach dem Klimaschutz in unseren Straßenfest gegeben haben, also etwas Unerwartetes, wird befürchtet quasi. Würden Sie garantieren, dass etwas nicht passiert? Ich kann Ihnen leider nichts sagen, was so andere Gruppen geplant haben, die nicht hier sind oder sonstiges. Dementsprechend kann ich Ihnen weder zu sagen, dass was passiert, ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, dass nichts passiert. Aber da habe ich keine Informationen. Ihre Gruppe plant so etwas nicht? Wir können Ihnen zumindest sagen, dass wir komplett basisdemokratisch organisiert sind und da nicht irgendwelche Herrschaftsstrukturen da sind, die anderen vorgeben, was sie zu tun haben. Wir haben einen Konsens, wir haben gemeinsam Aktivitäten geplant und dazu gehört es erstmal nicht. Genau, ich kann nur für mich sagen, ich mache das nicht, weil ich habe andere Sachen zu tun. Aber für irgendjemand außer mir kann ich nicht sprechen. Des Weiteren würde ich auch gerne anhängen, dass bei der Polizeipräsenz hier das Festkleben keinen Zweck hätte. Die Idee eines Festklebens ist, einen theoretischen Stau zu erzeugen und Aufsehen. Die Polizei schafft das seit 2 Wochen von alleine, also. So, das ist Ihre Frage noch? Ja, zum Sternmarsch konkret oder zu den Sternmärschen. Wie sollen die denn? Wann starten die? Wie soll der Verlauf jedes Einzelne? Am Montag früh um 10 Uhr starten alle. Also das heißt sowohl die Wanderung von Garmisch Richtung Elmau. Wir können bloß nicht bis zum Schloss, wie schon erwähnt. Das heißt, sie laufen jetzt, weil uns die südliche Route ist im Grunde uns komplett verwehrt worden, weil Rettungsweg gemacht worden ist daraus, also eine Straße aus dem Wanderweg gemacht worden ist. Die nördliche Route, die wir auch geplant haben, ist zumindest zum Teil so definiert und deklariert worden, auch kurzfristig im Übrigen, sodass wir die nördliche nochmal weiter nach Norden, und zwar auf die Gipfel verlagert haben. Das heißt, wir werden über den Gipfel runterschauen. Also man muss dazu sagen, dass alle Informationen noch immer ziemlich aktuell, immer auch gerade zum Sternmarsch auf unserer Webseite stopp-g7-lmaut.info stehen. Da finden Sie auch nochmal tatsächlich schön aufgemalte Routen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn wir das jetzt hier erklären. Also einige Höhenmeter mehr als das letzte Mal. Einige Höhenmeter mehr als das letzte Mal. Ja, tatsächlich, aber es wird eine schöne Wanderung. Ich würde noch ganz kurz eine Aussage tätigen wollen. Wir als Camp wollen einmal kurz ein Statement und unsere Solidarität bekundigen mit 2 Personen, die gestern verhaftet worden sind, also gestern Nacht,
eine Person davon ist wieder auf freiem Fuß, die anderen Personen sitzt jetzt den Tag über wahrscheinlich auch irgendwann vom Richter. Genau. Ja, von hier und von Einfach, wie gesagt, wir sind komplett. Wir sind insgesamt solidarisch. Genau, wir sind insgesamt solidarisch und erst recht, wie gesagt, wir sind eine basisdemokratische Vereinigung. Das heißt, es sind verschiedene Gruppen im Plenum. Es ist auch komplett demokratisch, wo jeder seine Stimme halt hören kann und jeder abstimmen darf. Haben wir halt entschieden, dass wir mit einer Gruppe die da hier vorliegen wollen. War das hier in Garmisch? Ich glaube schon mal. Ja. Das war in Garmisch. Okay. Genau. Haben, weil es gar nicht darum geht, dass es perfekt war. Ich habe auch ein Gedicht vorgelesen, das ich vor 2 Jahren irgendwie mal komplett verschlafen geschrieben habe, als ich noch wirklich jünger war. Da waren auch noch Rechtschreibfehler drin. Aber es geht einfach nur darum, zu zeigen, dass wir einander halt lieb haben, auch wenn man sich gerade erst kennengelernt hat. Und dass wir auch einfach füreinander da sind und einander auch zuhören wollen. Okay, also, nächstes Mal. Wir haben da noch jemanden, der was zu Rat, die man auch Mittenwald sagen will, weil das läuft unter dem Namen. Ich glaube, angreifbare Traditionspflege und die fand schon öfter statt. Du weißt mehr dazu. Kannst du uns das erzählen? Ja, das ist ja auch ein Teil dieser Mobilisierung gegen den G7, also das Programm, Kulturprogramm, überhaupt, was auf dem Camp stattfindet, was auf den Bahnhofsvorplätzen stattfindet, das ist schon alles gemeinsam mehr oder weniger entstanden. Jetzt ist halt in Mittenwald, wo die Kaserne ist, wo auch immer das Rententreffen war oder ist, wo die alten Nazis verehrt worden sind. Da gibt es ja eine Gruppe, die da forscht, Historiker, die haben wieder ein neues Thema rausgefunden und erarbeitet, was die verschiedenen Generäle wo gemacht haben. Ist sehr informativ. Und die fahren von Mittenwald über die Kaserne nach Kleist. Dort schließen sie sich den Sternmärschen an. Und das wäre inhaltlich ein sehr interessanter Beitrag. Und die anderen sind hier auf dem Camp von der Karawane. Und wie gesagt, eben morgen auf dem Bahnhofsvorplatz in Garmisch hier von dem Alarm von Sahara, wo eben auch Referenten kommen. Und sonst geht die Fahrradroute aber auch von hier nach Kleist. Ja, wir haben eine normale Fahrradroute von hier nach Kleist. In Kleist wird die Zwischenkundgebung sein, die über einige Stunden geht, ungefähr von 11.30 Uhr bis 16 Uhr.
Und wir haben uns aufgeteilt, der Versammlungsleiter für die E-Bike-Tour aus Mittenwald, der wird seine Inhalte dann in diese Kundgebung reinbringen. Also es wird ja eine antifaschistische, antimilitaristische Kundgebung dann letztendlich auch sein. Und ich, der ich für die Fahrradtour obenrum Versammlungsleiter bin, gehe mit nach oben auf. Wäre es möglich, noch ein, zwei kurze, direkte Interviews zu führen? Natürlich. Wir treffen uns einfach dann draußen links vor der Tür. Dann möchte ich Sie noch abschließen. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Bitte um Verständnis, dass wir keine Klimaanlage am Start haben. Wir sehen uns gern nachher in Garmisch, wenn Sie möchten. Kann man noch einen Moment hier sitzen bleiben? So fünf Minuten.